Als kleiner Junge habe ich schon immer davon geträumt, so etwas mal eines Tages zu besitzen und Hunderte oder sogar Tausende an FPS in den verschiedensten Spielen zu erreichen. Und heute wird dieser Traum endlich wahr! Also zumindest ist das der Plan, nur gibt es dabei ein klitzekleines Problem und zwar habe ich absolut überhaupt keine Ahnung, was ich dafür überhaupt alles tun muss. Und die Sache ist halt, PC-Teile sind überempfindlich. Das heißt, ein kleiner Fehler könnte schon bedeuten, dass ich mehrere Tausende an Euro verliere. Und das wäre halt nicht so geil. Ich habe mich also die nächsten paar Stunden erstmal ein wenig mit dem Thema beschäftigt, um überhaupt irgendwas zu verstehen und dabei muss ich dann gefühlt eine neue Sprache lernen oder sowas. Aber schlussendlich konnte ich dadurch wirklich die bestmöglichen Komponenten überhaupt für einen PC besorgen. Aber eine Sache habe ich euch noch nicht erzählt gehabt. Der PC muss nämlich auch noch bis morgen fertig werden, weil ich morgen mit dem Bau von meinem neuen Gaming Room starten muss. Da ich nur noch ein paar Tage an Ferien habe und es unmöglich für mich ist, diesen kompletten Raum während der Schulzeit aufzubauen. Aber ich muss das hier fertig kriegen, damit ich noch mehr Banger-Videos raushauen kann, die nur hier funktionieren würden. Deswegen sollte ich mich eigentlich so langsam mal wirklich beeilen. Und ja, vielleicht habe ich gerade ein zukünftiges Video angeteasert. Auf jeden Fall, das ist alles, was wir für den PC brauchen. Und sollte alles wie geplant laufen, wisst ihr am Ende des Tages sogar auch, wie man einen PC zusammenbaut. Damit würde ich jetzt also auch sagen, fangen wir direkt an mit dem Mainboard. Das Teil, wo dann später auch alle möglichen Komponenten mit miteinander connected werden. Dafür gewählt habe ich das Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi, weil es im Moment einfach das einzige verfügbare weiße High-End Mainboard von Asus ist. Und ich halt einfach wollte, dass wirklich alles perfekt miteinander zusammenpasst. Auch wenn es dadurch ein bisschen teurer wurde. Auf das Mainboard kommt dann jetzt als erstes der erst vor kurzem erschienene Intel Core i9-14900K drauf. Die wahrscheinlich aktuell beste CPU überhaupt auf dem Markt. Und glaubt mir, auch wenn dieses Ding so klein ist, ist es tatsächlich eines der wichtigsten und auch teuersten Komponenten vom gesamten PC. Deswegen hatte ich so krass Angst, weil guckt euch das Teil mal bitte an, das sieht so geisteskrank kaputtmachbar aus. So. Wisst ihr, was ich meine? Aber um die CPU einzubauen, muss man eigentlich einfach nur dieses Sicherheitsding anheben, die CPU vorsichtig richtig rum reinfallen lassen, das Sicherheitsding wieder runter machen und boom, die CPU ist eingebaut. Als nächstes geht's dann direkt weiter mit dem RAM. Das ist der brandneue Corsair Dominator Titanium mit insgesamt 64 GB. Was der Unterschied zu den beiden Vorgängermodellen ist, das weiß ich gar nicht. Aber der hier sah cooler aus und das war dann Grund genug, um 100 Euro mehr auszugeben. Auf jeden Fall muss der RAM hier in diese Slots vom Mainboard und da ich nur 2 Stück habe, dort aber 4 Slots sind, muss ich diese in Slot 2 und 4 reinstecken, um von Dual-Channel-RAM profitieren zu können. Weil das soll nämlich richtig, richtig krass sein. Und ja, ich tue gar nicht erst so, ich habe absolut keine Ahnung, was das heißt, aber wir wollen natürlich die maximale Leistung erreichen. Deswegen einmal die Slots entsperren und dann einfach nur noch den RAM so lange reindrücken, bis man diesen geilen Klicksound hört. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, der RAM passt dort nur in eine bestimmte Richtung rein. Also sollte man da auf jeden Fall aufpassen, damit auch wirklich nichts kaputt geht. Aber natürlich, wie man mich kennt, habe ich auch das völlig easy, ohne Probleme hinbekommen. Glaube ich. Und sobald der RAM installiert ist, geht es natürlich auch direkt weiter mit dem Speicher. Dafür habe ich hier einmal eine ultraschnelle M.2 SSD von Samsung mit insgesamt 4 Terabyte an Speicher. Also darauf sollte wirklich alles Wichtige irgendwie drauf passen. Und zum Einbauen von dieser muss man eigentlich auch einfach nur auf dem Mainboard die Abdeckungsplatte von einem der M.2 Slots rausschrauben, diese Folie abziehen, dann den SSD-Stick vorsichtig hier leicht schräg reindrücken, mit dem Finger unten halten und im besten Falle sollte einem dann nicht das hier passieren. Ich glaube, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Scheiße. Aber zum Glück habe ich es dann irgendwie doch hingekriegt und musste einfach nur noch die Abdeckungsplatte wieder draufschrauben. Ich hoffe einfach, dass ich da jetzt nichts großartig kaputt gemacht habe. Und bei der zweiten SSD musste ich dann natürlich nochmal genau dasselbe machen. Nur halt diesmal mit dem kleinen Unterschied, dass auch wirklich alles ohne Probleme geklappt hat. Und boom, in der Theorie sind die SSDs nun installiert. Und so langsam wird es dann auch endlich Zeit, sich um das Gehäuse zu kümmern. Also das Netzteil, die Wasserkühlung und auch natürlich die Grafikkarte zu installieren.
um dann schlussendlich herausfinden zu können, ob ich denn nun wirklich etwas zerstört habe. Und vielleicht alles einfach nur umsonst war. Vorher aber, Leute, dieses Gehäuse sieht einfach crazy aus, oder? Warte mal, was machst du hier? Geh mal weg, ich muss das Video hier weiter aufnehmen. Aber er hat halt schon recht, was halt nur leider fehlt, sind ein paar LED-Lüfter. Aber bei 150.000 Abonnenten komme ich zurück, dich zu nerven. Auf jeden Fall habe ich genau deswegen insgesamt 10 dieser viel cooleren Lüfter besorgt, welche ich jetzt in dieses Gehäuse verbauen werde. Also zumindest ist das der Plan, nur habe ich absolut mal wieder keine Ahnung, was ich dafür überhaupt tun muss und muss mir jetzt vorher erstmal ein Tutorial dazu anschauen. Mein Akku ist leer und eigentlich wäre ich jetzt aggressiv, weil ich immer gefühlt eine halbe Stunde warten muss, bis der erste Prozent aufgeladen ist, aber ich glaube, ich habe die perfekte Lösung für dieses Problem gefunden. Eugene hat mir nämlich erst gestern ihren neuen Nexo 300 Watt Charger zugeschickt und dieses Teil ist tatsächlich das erste so krass leistungsstarke Ladegerät überhaupt auf dem Markt mit insgesamt 5 Anschlüssen. Man könnte damit rein theoretisch einfach bis zu 3 MacBooks gleichzeitig aufladen, wenn man denn zufälligerweise 3 Stück besitzt. Und nach nur 30 Minuten wäre eins schon bei 56%. Oder aber, wofür ich es jetzt schon wirklich gerne nutze, ich schließe mein Handy, mein Tablet, meine Kopfhörer, noch ein zweites Handy und sogar noch meine Kamera dran. Warte, hier, achso, ne, wie soll ich das zeigen? Und durch die superschnelle Ladefunktion lädt sich alles gleichzeitig so schnell wie nur möglich vollständig auf. Als wäre das nicht schon krass genug, wurde hier dann aber auch noch an eine gewisse Ladesicherheit gedacht. In diesem Teil befindet sich nämlich ein System, welches Temperaturveränderungen in Echtzeit überwacht und dafür sorgt, dass wirklich alles ausreichend gekühlt bleibt. Das heißt, euer Handyakku beispielsweise geht dadurch viel schwerer kaputt. Für weitere Infos checkt gerne nach dem Video die ersten Links unten in der Videobeschreibung. Ich habe verstanden. Sorry, falls ich dich unterbrochen habe. Aber ich habe es verstanden. Es war eigentlich recht simpel, weil ich musste Real Talk einfach nur alle aktuell verbauten Lüfter einmal abschrauben und komplett entfernen, dann direkt die ganzen neuen Lüfter miteinander connecten, festschrauben und wieder ins Gehäuse einbauen. Diesmal sogar insgesamt 7 statt 4 Lüftern und um ehrlich zu sein, ging mir das Ganze sogar auch ein bisschen zu einfach. Denn man konnte eigentlich so ziemlich nichts dabei falsch machen und boom, schon war das Gehäuse auch einfach ready. Es war also nun endlich an der Zeit, das Mainboard einzubauen. Und ich bin euch ehrlich, ich war in diesem Moment irgendwie unglaublich glücklich, weil so langsam hat einfach alles begonnen, eine Form anzunehmen. Let's go! Boom! Und ey, ich bin mir sicher, ihr seid genauso hyped wie ich auf die Grafikkarte. Dazu kommen wir auch gleich, aber vorher müssen noch so 1-2 kleine Dinge vorbereitet werden. Dinge wie zum Beispiel das Netzteil. Hierfür habe ich nämlich einmal das Be Quiet Thread Power 12 mit insgesamt 1200 Watt besorgt, was auf jeden Fall mehr als genug sein sollte. Und um das Netzteil einzubauen, muss man es halt wirklich einfach nur hier im Gehäuse positionieren und mit ein paar Schrauben befestigen. Das war's. Ah, und um die Kabel kümmern wir uns dann später drum. Deswegen also jetzt erstmal rüber zum CPU-Kühler, dem NZXT Kraken Elite. Wofür ich mich auf Ernst nur entschieden habe, weil an der Pumpe einfach ein Monitor verbaut ist. Und ich bin mir relativ sicher, dass man damit safe was Cooles machen kann. Für den Radiator habe ich dann übrigens nicht die eigentlich mitgelieferten Lüfter, sondern wieder genau diese Lüfter verwendet. Weil es halt sonst einfach nicht gut aussehen würde, wenn einige der Lüfter im Gehäuse plötzlich anders als alle anderen aussehen würden. So, wisst ihr, was ich meine? Und ich vermute einfach mal, dass das kein Problem sein sollte. Wenn doch, wir hoffen einfach, dass es passt. Als nächstes musste ich dann dieses Teil hier vom Gehäuse abschrauben, den Radiator dran befestigen und dann das Ganze einfach wieder von oben ins Gehäuse einsetzen. Dabei sollte man auch wirklich darauf achten, dass die Lüfter so angebracht sind, dass sie die Luft aus dem Gehäuse raus befördern. Weil Wärme will ja bekanntlich nach oben, ne? Hättet ihr im Chemieunterricht aufgepasst, dann... Oder, nee, warte... War das nicht Physik? Auf jeden Fall blieb nun eigentlich nur noch die Pumpe übrig. Aber bevor ich diese einbauen kann, muss ich jetzt zuerst nochmal das Netzteil aus dem Gehäuse entfernen. Dann dieses komische Teil hinten ins Mainboard einsetzen. Plus von vorne nochmal diese komischen Teile in alle 4 Ecken einsetzen. Und zu guter Letzt dann noch ganz wichtig, ein bisschen Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen. Also zumindest wenn ihr möchtet, dass euer PC nicht 12 Sekunden nachdem ihr den Startknopf betätigt habt, euer Haus abfackelt. Dann das Ganze vorsichtig auf der CPU verteilen, weil, ja, sonst, ja. Ich bin so ein Idiot.
Egal, wir hoffen einfach mal, dass es so passt. Also jetzt einfach nur noch die Pumpe auf die CPU draufsetzen, alles miteinander festschrauben und boom! Rein theoretisch war's das jetzt. Somit war's also nun endlich an der Zeit für das Herzstück vom gesamten PC. Und zwar der Grafikkarte. Die Asus RTX 4090. Welche alleine schon über 2500 Euro gekostet hat. Also zum Beispiel so viel wie mein aktueller PC insgesamt. Oh mein Gott. Und ich bin euch ehrlich, in diesem Moment bin ich auch nicht so ganz drauf klargekommen, weil guckt euch bitte einfach mal dieses geisteskranke Teil an. In meiner Hand befand sich gerade einfach die krasseste Grafikkarte, welche man überhaupt bekommen kann. Das hätte ich mir so vor einigen Jahren niemals vorstellen können. Und ich bin mir sicher, dass das Ding mir auf jeden Fall dabei helfen wird, in Zukunft nochmal krasseren Content für euch rauszuhauen. Also einmal diese Dinge aus dem Gehäuse rausschrauben, dann die Grafikkarte vorsichtig mit ein bisschen Kraft in den PCI-Slot reindrücken und einfach nur noch festschrauben. Das war's. Der PC war also nun endlich fertig. Also fast. Denn das Schlimmste von allem stand mir eigentlich sogar noch bevor. Ob ihr mir jetzt glaubt oder nicht, aber das Verkabeln alleine hat einfach nochmal ungefähr genauso lang gedauert wie der restliche PC-Bau insgesamt. So, ich würde euch zwar wirklich gerne sagen, was ich dabei alles gemacht habe, aber um ehrlich zu sein, weiß ich's gar nicht. Ich habe mich einfach an die Mainboard-Anleitung gehalten, irgendwie probiert, keine Fehler dabei zu machen und so einige, viele, sehr viele Nervenzusammenbrüche später habe ich es dann auch irgendwann wirklich geschafft. Und ey, ich war Real Talk lange nicht mehr so krass aufgeregt. Was ist, wenn der jetzt nicht angeht? Was mache ich dann? Was passiert dann? Bitte, bitte, bitte. Irgendwie passiert da nichts. Oh. Ja! Ja! Es hat, oh mein Gott, let's go! Boom! Ja, ich hab's tatsächlich geschafft, dieses geisteskranke Teil aufzubauen. Und nachdem ich dann kurz Windows installiert habe, wollte ich unbedingt noch herausfinden, wie der PC denn jetzt wirklich in zum Beispiel Fortnite performen würde. Und, was ich auf jeden Fall dazu sagen kann ist, guckt euch einfach mal bitte diese geisteskranken Zahlen hier an. Also ich konnte einfach nicht anders, als zu denken, dass ich plötzlich der beste Spieler der Welt bin. Yeah!